Der Islam hat uns Männer rausgebracht. Wallah, wo man den Mund aufhält, wenn man die Geschichten von denen hört. Männer wie Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu ardah. Männer wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu ardah. Männer wie Uthman ibn Affan radiallahu anhu ardah. Männer wie Ali ibn Abi Talib. Männer wie Usama ibn Zayd. Männer wie Khalid ibn al-Walid. Männer wie Ubaid ibn al-Jarrah. Und. Wer hat diese Männer rausgebracht? Haben die irgendein Auto rausentwickelt? Hä? Nein. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah hat diese Männer herausgebracht. Und nach diesen Männern kamen dann ehrenwerte, ehrenvolle Männer, die die Verantwortung von denen übernommen haben. Die Salaf al-Salih radwanullahi alayhim. Unter ihnen Großgelehrten, die bis heute genannt werden. So viele Jahre vergangen und bis heute, sie werden gefolgt. Wie, und über einen von ihnen sprechen wir bi'idhnillah ta'ala heute, wie die vier Rechtsgelehrten. Al-Imam Abu Hanifa al-Nu'man, Al-Imam al-Shafi'i, Al-Imam Ahmad und Al-Imam Malik, radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Guckt mal diese vier Rechtsgelehrten, bis heute, wo leben wir jetzt? 2010, ha? Bis heute, so viele Jahre vergangen, und wenn du was in der Religion brauchst, du folgst denen. Ja? Du liest, was sie gesagt haben, was sie dir gebracht haben von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik alayhi rahmatullah, dieser ehrenwerte Gelehrte alayhi rahmatullah, ist im Jahre 93 Hijri geboren. Wo ist er geboren? In Medina. Von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat die Ehre, dass er in Medina geboren ist und groß geworden ist. Weil Medina ist eine heilige, ehrenvolle Stadt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie es überliefert wird, sagt eines Tages sinngemäß, sagt er, oh Allah, genauso wie dein Prophet Ibrahim Dua für Mekka gemacht hat, mache ich Dua für Medina. Und gib mir nochmal das Doppelte, was du für Mekka gegeben hast. Einem anderen Hadith sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, O Allah, lass uns in Medina lieben, so wie Mekka oder mehr als Mekka. Taiba, diese ehrenvolle Boden, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehrenvoll gemacht hat, diese Stadt, die unseren Propheten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufgenommen hat. Und die Da'wa, den Islam, von da ist Islam rausgegangen. Von Medina. Und Medina ist die Hauptstadt und die Zentrale der Muslime. Und da ist unser Imam, Imam Malik, alayhi rahmatullah, geboren. Da ist unser Imam, Imam Malik, alayhi rahmatullah, geboren und groß geworden. Imam Malik alayhi rahmatullah war ein Mensch, der sehr, wie sagt man, sehr strikt und sehr ordentlich und korrekt war, von Anfang an. Er hasste das Vielreden. Das ist das, was seine Persönlichkeit ausmacht. Es wird erzählt, er hasste das viele Reden. Und er war sehr, sehr oft und meistens leise. Und, was auch überliefert wird, er war ein sehr familiärer Mensch, der die Familienbande immer gepflegt hat. Warum? Weil er sagte, er sagte diesen Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam immer, dass sinngemäß, wer möchte, dass er mehr Rizq bekommt und länger lebt, verliessin Rahima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt sinngemäß, wer mehr Rizq haben möchte, also wer dem mehr Rizq gegeben wird, und wer länger leben möchte, der soll die Familienbande pflegen. Heutzutage, was ist bei uns? Bruder mit Bruder redet nicht. Vater mit Sohn redet nicht. Ja? Mutter mit Tochter redet nicht. Über Jahre. Und das ist eine sehr, sehr große Sünde im Islam. Das ist eine sehr, sehr große Sünde im Islam. Dass man die Familienbande nicht pflegt. Dass man die Familie nicht besucht. Und vor allem die Eltern.
Wie kann ein Muslim seinen Vater nicht besuchen? Wallahi, dein Bart kann so lang sein, wieder sein, wie er will, bis zu Boden. Ja, und du kannst in der Moschee wohnen. Aber wenn dein Vater nicht mit dir zufrieden ist, ist Allah nicht mit dir zufrieden. Deswegen, das ist eine sehr, sehr schlimme Sache, dass man die Familienbande nicht pflegt. Und er ist geboren in einer Wissensfamilie auch. In einer Wissensfamilie. Das heißt, seine Familie waren Wissensleute. Einer, oder es wird überliefert, dass er von über 100 gelehrten Schüler war. Er hat von über 100 gelehrten Wissen genommen. Und ich finde, wenn man über die Geschichten dieser Großgelehrten liest und lernt, sollte man wirklich lernen, was wirklich Gelehrten sind. Und was wirklich heißt, Talib-e-Ilm zu sein, einer, der nach Wissen strebt zu sein. Und was wirklich bedeutet, Schüler von irgendjemand zu sein. Heutzutage behauptet jeder, ich höre das schon von jeder Ecke, jeder behauptet, Schüler von dem Großgelehrten zu sein, von dem Großgelehrten zu sein, von dem Großgelehrten zu sein, nur weil er vielleicht einmal was, zwei Sätze von ihm gehört hat. Und das war niemals so. Imam Malik, alayhi rahmatullah, es wird überliefert, dass er alleine, wo er klein war, bei einem Gelehrten namens Ibn Hurmuz, alleine knapp 7-8 Jahre gelernt hat. Und dann kommen andere Großgelehrten, wie Ibn Shihab al-Zuhri, alayhi rahmatullah, das war einer der Großgelehrten von Medina. Ibn Shihab al-Zuhri. Von dem hat er über 132 Hadith übernommen. Einer seiner Gelehrten war auch Rabi'a ibn Abi Abdurrahman. Von dem hat er auch sehr, sehr viel gelernt. Und Imam Malik, alayhi rahmatullah, sagt zu diesem großen Gelehrten, er sagt, der Geschmack und die Süße des Fiqhs, des Wissens von Fiqh, ist weggegangen, seitdem Rabi'a ibn Abi Abdurrahman rahimahullah gestorben ist. Und einer seiner Lehrer und seiner Shuyukh war Nafi', Imam Nafi', Maula Abdullah ibn Umar, der Diener von Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ardah. Und von dem hat er knapp 80 Hadith übernommen. Von Nafi' Mawla ibn Umar radiyallahu anhu ardah. Und die Gelehrten sagen, was die Kette, die Überlieferungskette, die Hadith-Gelehrten, Imam Bukhari, sagen, die Hadith-Kette von Malik, von Nafi', von Ibn Umar, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ist die beste, und das, die nennen sie As-Silsila al-Dhahabiyya, die goldene Kette. Die beste Überlieferungskette ist Malik, Nafi', Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil diese Leute ehrenvolle Menschen waren. Imam Malik, radiyallahu anhu ardah, wenn man über Gelehrten liest und ihre Biografien liest, dann liest man sehr, sehr oft, und vor allem die Hadith-Gelehrten, dass sie Reisen hatten, um nach Wissen zu streben. Einer fährt nach Scham, einer fährt nach Ägypten, einer fährt nach Maghrib und so weiter damals, um vor allem die Überlieferungskette zu bekommen und nach Wissen zu streben. Das ist ganz normal. Talib al-Ilm muss immer nach Wissen suchen. Talib al-Ilm bleibt nie sitzen an einem Ort, sondern er muss immer zu den Großgelehrten gehen, um von ihnen Wissen zu nehmen. Bei Imam Malik alayhi rahmatullah ist das nicht der Fall. Er ist nie ausgereist, um nach Wissen zu streben. Warum? Weil er an der Quelle saß. Zu seiner Zeit, die großen Gelehrten des Islams, des Wissens, von der Religion, waren alle in Medina, und deswegen ist er nie ausgereist, um nach Wissen zu streben. Und es wird sogar überliefert, dass Imam Malik alayhi rahmatullah am Anfang, wo er noch gelernt hat, dass er finanzielle Probleme hatte. So weit, dass er einmal den Dach seiner Wohnung, aus Holz war der, verkauft hat, um zu lernen. Subhanallah.
den Dach seiner Wohnung zu verkaufen, um nach Wissen streben zu können, um den Material, die Materialien für Wissen zu bekommen. Und Imam Malik alayhi rahmatullah war schon sehr, sehr jung, ein anerkannter Gelehrter. Schon mit 17 saß er und unterrichtete die Leute. Und schon sehr früh konnte er Fatwa geben, aber er hat das nicht getan. Erst als er von 70 Großgelehrten sozusagen eine Tazkiya, yani dass sie gesagt haben, der hat Wissen und der kann Fatwa geben. Erst dann hat er sich hingesetzt, weil früher war das nicht so wie bei uns, dass jeder zweite Fatwa online geben kann. Du fragst, du hast manchmal gelehrt,